Hallo zusammen, willkommen bei Funny Fooding, dem schnellsten Kochkanal der Welt von Road to Go in 3 bis 6 Minuten. Heute mit Himbeerkonfitüre im Glas und ich möchte euch 2, 3 wichtige Details dazu zeigen. Jawohl, der Heber von Francesco ist da und er funktioniert, sehen wir später im Einsatz. Ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr das kauft, das Metall muss weg. Hier hinten mal abgezogen, 1, 2, diese Klammer raus, diesen Bügel abgezogen. Aber bitte aufbewahren, weil wenn das Vakuum drauf ist, kann man es so wieder verschließen und im Keller lange, lange aufbewahren. Wir haben vorbereitet Himbeeren, erwischt, rund 500 Gramm Himbeeren, Pektin, man verwendet von dem Pektin 0,8 bis 2% auf diese Menge. Ich mache es meistens mit 1%. Warum? Ist viel einfach zu rechnen. 500 Gramm Himbeeren, 5 Gramm Pektin und je nach Süße der Früchte ein bisschen Rohzucker dazu. Hier 2 Kaffeelöffel, völlig genügend, weil die Himbeeren haben schon süßen Geschmack. Was passiert als nächstes? Mixen richtig. Pektin-Zucker-Mischung dazu. Und warum schäumt unsere Konfitüre? Das ist das Fruchteiweiß, schäumt wie im tierischen Eiweiß. Und was kann ich dagegen tun? Neben Abschöpfen, natürlich gibt es 2, 3 Geschichten, die diese Schaumbildung etwas zurückhalten. Da wäre einmal ein Stück Butter dazu. Fett hilft. Oder alternativ ein neutrales Öl. Oder, wie wir es in Kärnten machen, ein kleines Schnapserl drüber, ein Schluckerl und es blubbert nimmer. Wir geben heute, damit es nicht so schäumt, ein Butterflöckchen dazu. Fett verhindert das Aufschäumen und ich muss aber schauen, dass die Butter hier primär auch am oberen Rand zum Einsatz kommt, damit diese Schaumbildung nach oben möglichst unterbindet. Warum will ich das? Damit ich den Deckel auf einen sauberen Rand auflegen kann und mir das Vakuum perfekt gezogen wird. Einmal aufgekocht, Simi abziehen, vorsichtig entlüften und jetzt kommt er zum Einsatz. Der Clou ist jetzt, ich nehme den Deckel und ohne dass ich mir die Finger verbrenne, kann ich den perfekt hier aufsetzen. Lieber Francesco, herzlichen Dank, tolle Entwicklung, geht auf den Markt. Den Utschön, Steamy durchziehen in offener Position und so nochmal für rund 1,5 Minuten, je nachdem wie es schäumt, in unsere schnelle Welle. Raus, Steamy in geschlossene Position und so kommt das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Morgen hat sich das Eigenvakuum gezogen. Unsere Himbeerkonfitüre ist fertig in Totalzeit 4 bis 5 Minuten.